tu mir bitte einen Gefallen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist. Ja? Ja. Aber Frank, wirklich, wenn es nicht hundertprozentig safe ist, ja? Boah. Ja. Hat irgendeiner Lärmpass von diesem Elektromodell? Das ist das Geräusch eines startenden Rotax, Vierzylinders. Das ist kein Rotax drin. Das Getriebe klingt ein bisschen komisch. Ein Lightcoming war da drin. Na gut, ich dachte, da waren Vierzylinder drin. Okay, also das war das startende Geräusch eines Sechszylinder Lightcoming Motors. Bell 47G. Detlef, lass die technischen Daten, lese mal vor. Wir haben hier einen Rotordurchmesser von 3,80 Meter. Wir haben eine Rumpflänge von 3,70 Meter. Rumpfhöhe allein 1,10 Meter. Wir haben eine Rumpfbreite von 80 cm und 24 Kilo Abfluggewicht. Das ist der größte Modellhubschrauber unter 25 Kilogramm. Und das Ganze elektrisch mit einem Soundmodul mit, sagen wir, schreibe 60 Watt Musikleistung. Das haben manche nicht als Verstärker zu Hause. Pro Tank sind da zwei Lautsprecher eingebaut, die für den Sound sorgen. Und heute sich mal das rote Blatt schlagen an. 550 Umdrehungen. Ja, eigentlich sind es 1100, sind das 200 Meter. Ja, das sind 1100 Schläge, die wir dann auf die Finger bekommen. Wenn du meinst, du musst die da reinstellen. Ja. Pyro 850-4011. Kontrollix, das sagt dir ja auch was. Sagt mir was, ja. Also Pyro 850-4011 von Kontrollix, dann habe ich den Turmblock mit 200 V. Eingebaut, selber ist normal in 7,3x. Und die Power-Diabos-Dreh ist 256-175 V. Ja, umgekehrt. Jo. Und so was? Beleuchtung, InnoFlyer und Soundmodul von Benedini. Mit dem Original-Sound einer Bell 47. Also, Modell wurde komplett mit Eigenregie gebaut von den Helifischers, Papa Bernd und Sohn Heiko. Ich weiß, dass der Bernd hat an dem Modell gebaut. Ich glaube, die habe ich beim Bernd das erste Mal in der Werkstatt sehen, vor 7 Jahren, da stimmt das? 7 Jahre? 7 Jahre, 7, 8 Jahre bist du dran? Ja, aber sie stand lange bei dir in der Werkstatt, ja. Ja, vor 7, 8 Jahren bei dir habe ich sie, glaube ich, das erste Mal bei dir stehen sehen. So war sie mit dem Streichsprung. Und jetzt ist sie endlich fertig. Wunderschön. Wie gesagt, der größte Modellhelikopter unter 25 Kilogramm. So, und hier kommt so ein schöner Vorbeiflug, vorbeigezogen. Schwebt jetzt nochmal ein, auch fürs Fernsehen dort vorne. Also er kommt jetzt von links rein, geht nochmal tief runter und wird dann nochmal in Schwebeflug gehen. Der hat Thermik, der kommt nicht runter. Hast du keinen Negativ-Pitch? Schau dich das mal an, bei dem Wind
3,80 Meter Rotordurchmesser. Heiko Fischer an den Knüppeln. Rotorfahrtgeräusch ist geil. Ja, anders kann man es nicht bezeichnen, weil hier steht dieses Brabbeln, worüber sich jeder Helikopterpilot freut. So, Heiko fliegt jetzt mal ein bisschen mehr zum Tau. Er nutzt jetzt da drüben ein bisschen so die Windstille neben dem Gebäude, um dort die Maschine abzusetzen. Deswegen verzeiht, wenn er jetzt nicht vorne landet. Aber das ist dem großen Modell geschuldet. Und bitte noch einen kleinen Moment warten, bis er gelandet ist. Aber dann möchte ich nochmal einen riesen Applaus hören. Einmal für diese Premiere und zum zweiten Mut, bei diesem Wetter so eine Maschine auch vorzufliegen. Jawohl, da steht sie und hier ist euer Applaus. Bernd und Heike Fischer mit ihrer absoluten Premiere.